So, heute fängt das Video da, wo es gestern in Aarau angefangen hat. An der römischen Hohen Straße. Da nunher geht es Richtung Dibbasch und da nunher geht es Richtung Stockstadt. Da kommen wir heute auch vorbei in der Papierfabrik in Stockstadt, dem Kastell, wo die Straße hier eigentlich hingegangen ist. Und wir fahren ein bisschen anders, wir fahren den Rennweg, wo ich gestern schon mal war, in der Nähe von Barberhause. Der geht nämlich auch zum Kastell nach Stockstadt. Ich habe schon heute Morgen auf der Karte noch mal nachgeguckt. Da kann ich mir direkt vorstellen, wo das ist. Ja, da fahren wir mal ein Stückchen. Es ist ja ein irre warmes Wetter. So im Gegensatz zu letzter Woche, wo am Anfang letzter Woche ja im Grunde genommen noch lange Hose Wetter war. Nicht so wie heute. Da schwitzt mir schon wieder, wenn man hier steht. Unglaublich. Also gut, weiter geht's. Fahrradweg. Was ist das mit mir? Ich bin halt fahrradkrank. Ich sitze jetzt schon wieder auf dem Bock und fahre Fahrrad. Wie gesagt, alles schön ohne E, nur mit Muskelkraft. Es geht heute weit. Heute so um die 80 Kilometer werden es wahrscheinlich heute werden. Oder 75 oder so. Mal gucken. Aber ich brauche was. Das kriege ich halt nur ein paar Stunden im Rhein. Deswegen will ich da halt nochmal hinfahren, bei dem Premium-Wetter halt. Ja, alles Gute. Gibt's auch wieder raus, die römische Straße. Man sieht sie ja gut, die hohe Straße, heute bei den Lichtverhältnissen. Das ist genau neben mir. Baumland praktisch drauf. Teilweise die römische Hohe Straße auch abbildet. Nach heute noch, 2000 Jahre später. Sehr stark, wenn man auf so einer Straße entlang fährt mit dem Fahrrad. Wenn die Römer entlang getappt sind, mit den Pferden und mit den Wagen. Schöne Heimat, die kaum einer erkennt. Das ist mit so einem E-Bike alles locker zu fahren. Wer braucht noch was nicht? Das ist an mir, das beste Beispiel. Kommt auf die Konvention an, was jeden Tag macht. Und so Päuschen macht von Tag. Ist ganz gut. Jetzt habe ich jetzt eine Straßenmühle entgegen. Da endet ja auch dann die Hohe Straße abrupt von der Straßenmühle. Im Wald kann man es teilweise wieder sehen. Wo man gucken muss. Kleschitz, also Kleestadt. Und hier voraus der Riedelberg, da innen. Da vorne die Wiese, bzw. der Acker ist diese Ausweichlandebahn, die die Nazis da hier gebaut haben, wegen dem Barberhäuser Flugplatz. Also das Ausweichflugfeld. Da geradeaus, wo der Fahrradfahrer fährt, in Ferne. Da geht es zur Straßenmühle und dann nun geht es Richtung Langstadt. Barberhause, da hinten am Waldrand, da biegen wir dann ab hier nach rechts zur Rennstraße, also zum Rennweg, zum römischen. Und der geht dann auch, seltsamerweise, ich habe heute Morgen noch in der Karte nochmal geguckt, wenn man sich das weiterdenkt, in einer Linie geht er auch genau zum Kastell nach Stockstadt, an die Papierfabrik. Also da haben ganz, ganz viele Wege dahin geführt, an diese Papierfabrik. Zu diesem Kastell. Das war schon ein ganz, ganz wichtiger Hafen und ganz wichtiger Ort für die Römer am Nassen Limes. An der römischen Straße, dem Rennweg oder dem Rennsteig, da ist er, das ist praktisch die Straße, die nach Stockstadt führt, die römische.
dann denkst du, mich trifft der Schlag. Weil gestern Mittag, wie ich hier war, war das noch nicht. Guckt sich das eine an. Das sind die Drecksau. Auf zwei Beinen. Ja, den Müll würde ich jetzt nicht mitnehmen, der stickt mir mein Auto voll, den stelle ich jetzt da am Straßenrand einfach ab. Sollen doch entsorgen, wer will, die Hauptsache ich bin los. Was eine Mentalität. Den römischen Rennweg entlang. Das unterstreicht nochmal ganz deutlich die Wichtigkeit von dem Kastell da am Main in Stockstadt. Weil da so viele Wege hingegangen sind. Die Straße ist sehr deutlich, weil die ist hier nämlich noch super erhalten. Das ist wie die hohe Straße vorne in Dieburg. Da sieht man es ganz deutlich. Das ist neben der Grabungsschnitt. Dann geht es dann davor über die Chaussee nach Schoffen. Davon ausgehen, weil das die Wegeführung ist, die von da hinten rauskommt über die Straße, dass der Weg hier, dass das auch der damalige römische Straßenzug gewesen ist. Deswegen verläuft er auch so kerzengerade. Das geht dann hier entlang an diesem Gatter der Freilandpferde, im ehemaligen Flugfeld in Babenhausen. Aber da muss man schon Glück haben, muss man auf die andere Seite fahren, da sieht man es, aber hier sind sie meistens nicht. Ich habe sie etwa direkt gesehen. Auf der anderen Seite im Feld sieht man sie. Also ich sage dem Stegebauer drüben in Bayern, in Ostern, beziehungsweise in Pflaumen, die einheimische Sache, also Pflaumheim, der hat mehr Pferde als wieder drin, als Wildpferde rumrennen. Da fahre ich jetzt auf dieser historischen Straße entlang. Mit meinem Fury. Ja. Wenn man dann da hinten in den Wald hineinguckt, dann sieht man da die Sanddünen. So ein Sanddünenstreifen. Da haben die Leute praktisch früher gesiedelt, da oben drauf. Da. Ein Weg und der Schlagdusche. Das hier war wahrscheinlich ziemlich morastisch. Da endet das Gatte. Was wir denn da runterfahren? Wir müssen auch mal sehen, das Dünengebiet da oben. Natürlich waren hier rechts und links bestimmt auch Versorgungsstationen der Römer. Kann man sich gut vorstellen. Weil hier gab es bestimmt ganz schön Bewegung. Das ist die lange römische Straße und dann bin ich hier gerade dran vorbeigekommen und da habe ich das hier gesehen. Das ist da komisch, das sieht aber hier schon seltsam aus. Und in der Tat, hier haben sie irgendwas gegraben, das sieht man nämlich. Genau neben dem Weg, da geht es rein. Und auch wieder, man muss es immer wieder sehen, ich zeige es gerne mir noch mal wieder. Eine ganz gerade Kante ist das, das sieht man einfach. Ja, das ist auch gerade. Hier drüber, ja, hier war irgendwas. Hier haben sie rumgebuddelt, die Jungs. Hier gibt es überall so Grabungsschnitte drin.
Offenbar war hier was. Die Betonung liegt auf wahr. Weil hier gibt es nämlich noch mehr Grabungsschnitte. Ich will da jetzt nicht reinlaufen, aber ich sehe sie von hier. Ja, hier war irgendwas. Da ist auch so ein Längsschnitt. Geht nur bis dahin. Geht bis dahin, dann geht er da runter. Aber man sieht zumindest so oben. Guckt jetzt mal genau im Film drauf, dann sieht man das. Das ist natürlich hier in Hessen verboten. Das ist ja Hessen. In Bayern darf man das, aber in Hessen ist das verboten. Wenn es hier ein roter Punkt drauf wäre, dann dürfte das hier nicht passieren. Aber wie gesagt, in Hessen gibt es das ja nicht. Da sieht man mal, Unwissenheit kostet Geschichte. Hafner, der war das, oder könnte das sein, das ist eine römische Versorgungsstation gewesen sein. Weil hier müssen ja Hunderte von Menschen in der Woche entlang gekommen sein. Vielleicht auch Tausende. Die haben auch nur Wasser gebraucht oder was zu essen. Oder irgendwas anderes, da ist irgendwas kaputt gegangen, es muss repariert werden. Deshalb ist an solchen wichtigen Wegen gab es auch immer genug Servicestationen. Sieht ja wie gerade das dahinter geht. Mach mal ein bisschen ran, das sieht vielleicht doch besser. Wir zappeln jetzt vom Fahrrad. Geschichte unter unseren Füßen. Auch in späteren Jahrhunderten haben die Leute hier noch gesiedelt. Die Leute haben im Wald gearbeitet, die haben natürlich auch an Ort und Stelle geschlafen. Die sind jetzt zurück in die Ort, wo sie hergekommen sind. War ja früher noch alles ganz anders. Die Polder, die Polderstrecke. Aber es kommt jetzt alles so nach und nach wieder zum Vorschein, weil ja die Wälder immer lichter werden. Käfer, Pilz und Winde zeigen jetzt alles wieder, was es noch im Wald so sehen und zu finden gibt. So ist das, der Kreislauf der Zeit. Unumkehrbar. Hier, das ist ein gutes Beispiel für die Römer und ihre Bauweise von wegen. Nur Bögen in ihre Wege reingebaut und sich an das ging. Es sind immer wieder so Erhöhungen eben drin, so Sanderhöhungen, kleine Sanddünen. Und man immer wieder vermuten könnte, dass da irgendwas im Untergrund schlummern könnte. Ach, Kerzen gerade. Wie sie das hingebracht haben, so zu bauen, egal Berge zwischendrin waren oder Senken. Ich habe mich immer an die vorgegebene Richtung gehalten. An dünnen Stelle. Da habe ich jetzt gerade was gesehen, was ziemlich neu aussieht. Das kenne ich noch gar nicht. Ich komme hier wirklich alle Schaltjahre hier vorbei. Aber ich weiß immer, wenn es da Dinge gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Da haben sie was ausgegraben. In der Tat. Mal gucken. Ja, man sieht schon. Was haben sie da gegraben? Die Buttler. Man sieht jetzt auf den ersten Wink nichts. Komisch. Natürlich hat hier der frühe Mensch auch seine Gräber hingemacht. Und dann sieht man hier auch wieder so eine Ausgrabung. Ja, dort ist die Grabungsmulde.
Und die ist riesengroß und das haben sie nicht gemacht, weil da nichts war. Also es könnte schon sein, dass das hier auch ein Grabhügel ist. Ich habe das damals auch als Grabhügel vermerkt. Das ist halt von beiden Seiten angeschnitten. Hier der Weg praktisch mitten durch. Und auch da hinten ist noch mal eine. So ein Grabhügel. Deutlich erkennbar. Also bestätigt das ja nur das, was ich vorhin gesagt habe. Aber wie gesagt, die Ganoven, die haben das schon vor mir entdeckt. Bin ja nicht der Erste, der es gesehen hat. Und auch das hier ist großflächig beraubt. Sieht man überall Raubgrabmulden, wo sie umgegraben haben. Und da sieht man auch die ganz große Grabungsmulde drin. Das sind diese unscheinbaren Hügelgräber. Da kann man ganz, ganz gut erkennen hier vorne, dass da die Grabungsmulde drin ist. Überall haben sie umgebunden. Aber das ist schon lange her, wo sie das gemacht haben. Jetzt erst so kurz. Die Wasserstelle. Das heißt, hängt immer zusammen mit Wasser, wo die Hügelgräber hingesetzt haben. Das sieht man hier an dem Baum. Sehr gut vom Bewuchs. Das ist so ein Zieselbaum. Das geht bis oben hin. Und das war so eine Wasserstelle hier. Deswegen haben sie die überhaupt als Grabesstelle gewählt. Und auch das hier muss eine wichtige Verbindungsschneise gewesen sein. Von der einen Düne zur anderen Düne. Hier wieder sehen, wenn das also kein Mensch gräbt, sondern ein Tier, wie ein Tier das gräbt. Das hat wahrscheinlich der Fuchs gegraben oder so, hat irgendwas gesucht. Und dann sieht es so aus. Die tun so unkontrolliert graben. Nicht so rechteckig wie die Menschen. Da kann man das noch besser als Hügelgrab erkennen. Ein richtig schöner Grabhügel. Auf der anderen Seite entlang und dann sehe ich wieder die menschlichen Schweine. Ja, was hat denn das im Wald verloren? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auf die andere Seite mal hier hochgelaufen. Und da sieht man auch wieder, da haben sie auch wieder reingegraben. Also hier gab es wahrscheinlich auch was. Sieht fast aus wie ein Flachgrab. Würde ich das jetzt mal einschätzen. Weil sieht man wieder, das sieht man deutlich. Der rechteckige Charakter da, ja, das ist ganz gerade. Da, das kann man sich denken. Ja, da waren sie gewesen, die Freunde, vor zig Jahren. Da haben sie auch reingegraben. Jetzt sind das noch deutliche. Ja, hier haben auch welche drin gelegen. Die Betonung liegt auf haben. Naja. Und da haben sie auch gegraben. Da sieht man es auch, also das hier eine ergiebige Stelle war das hier. Dass sie da dreimal die Erde reingegraben haben. Und da stehen die Bottles rum. Ob sie das getrunken haben, wie sie das gemacht haben, wer weiß. Graben macht durstig. Auf der geraden Straße erkennt man natürlich noch was.
Die eigentliche kerzengerade Straße gab es schon. Die muss es schon in prähistorischer Zeit gegeben haben. Die Römer sind dann praktisch nur noch auf dieser Straße entlang gelaufen. Haben die vielleicht sogar noch ein bisschen begradigt. Aber den Weg hat es schon gegeben. Was man jetzt gerade in dem Hügelgrabgebiet gesehen hat. Weil die Hügelgräber, ähnlich wie die römischen Gräber, auch an Hauptverkehrswege gebaut wurden. Die Schwingung sieht man in den Bäumen. Da ist jetzt gerade noch so ein schönes Exemplar von der Wurzelmaserknolle. Da sieht man sie. Die sieht so toll aus. Die Baumkugel. Da erkennt man das auch mit dieser Schwingung, die hier herrscht. Nach da vorne die verbogenen Bäume. Im Sternweg angekommen, also wo es ganz viele verschiedene Wegekreuzungen gab. Das war hier was ganz Wichtiges zu allen Zeiten in der Geschichte, war das hier ein ganz wichtiger Punkt. Das merkt man auch richtig, wenn man in der Mitte von diesen Wegen steht, dann kann man das in den Füßen richtig spüren, dass hier irgendwas los war oder immer noch was los ist. An den Bäumen erkennt man die Schwingung, die Wasserschwingung, die es hier auch noch gibt. Ja, Wege der Geschichte. Da sieht man nochmal, da hat so ein Zeitgenosse, hat nochmal ein Schild da gehängt. Da sieht man das. Die Ludwigschneise, alte Bezeichnung für Hohe Straße. Eine. Da kommt jetzt das Ende der heutigen römischen Straße. Das ist aber nicht das wirkliche Ende. Geht natürlich dann noch weiter im Gelände. Was sieht man die heute mehr? Ja, das Specht. Gut Specht. Ich glaube nicht, dass man den sieht. So klein. Das Ende erreicht. Das heutige Ende. Das kann man sich jetzt nur denken, wie es weitergeht. Schon der Landkreis Aschaffenburg. Und da sehen wir jetzt hier nebendran schon die Landwehr. Ich bin auf hessischer Seite, aber auf der anderen Seite der Landwehr, das ist dann schon Bayern. Diesen super Landwehrgraben. Das ist genau neben mir. Das sieht man so. Überziehen über den Berg. Also die Landwehr, ich kann mal sagen, ist die Trennungslinie zwischen den Königreichen. Zwischen Großherzogtum Hessen und bayerischer Landesgrenze. Königreich Bayern. Da kann man die entlangziehen sehen. Das ist richtig schön erhalten hier, die Landwehr. Und das geht jetzt hier runter Richtung der Papiermühle an der Gerschbrenz. Schön anzusehen. Wie toll die heute auch heute noch erhalten ist. Und auf die bayerische Gemarkung. Der Patsch hier hinter der Landwehr fängt es ja schon an. Und dann da kommen die Landwehr entlang. Da bin ich jetzt gerade dran vorbeigelaufen, das ist der Landwehrgraben. Das ist die Grenze, da sieht man es. Wenn wir filmen mit der Anhalt, können wir es mal lesen, was da steht.
1492. Das habe ich auch schon mal erzählt, die Huben, der Hübnerwald. Und das ist auch am Bensen-Bölzkopf, ist das auch der Fall. Da gibt es ja diese Abteilung Jostkirche und da gibt es auch so einen Hübnerwald mit so Hubenhäusern, wo die praktisch damals gesiedelt haben, die den Wald hier bestellt haben. Und dann filmen wir mal wieder anhalten und kann man mal gucken. Und das sind also Sachen, das hat was zu tun hier mit den Bayern. In Hessen, da sucht man sowas vergebens. Da sieht man das Bezirk Unterfranken, Bayerischer Untermain. Und die haben mit Archäologie eigentlich gar nichts zu tun. Also das Archäologische Spessartprojekt ist praktisch nur eine GmbH, die mit der Archäologie zusammenarbeitet. Aber man sieht es, sie schildern ihre Heimat schön aus. Und da weiß man jetzt, aha, das ist eine Landwehr von 1400, 1500. Und da weiß sofort jeder Bescheid, was das überhaupt ist. In Hessen, wie gesagt, Reitheimer Turm, habe ich das ja auch schon mal gezeigt, hinten dran. Selbe Nummer wie hier. Auf der einen Seite Bayern, auf der anderen Seite Hessen. Kein Schild, niemand weiß Bescheid. Da sieht man es noch im Gelände, wie es zieht. Unwissenheit macht Diebe oder Raubgräber. Jedenfalls nutzt es der Geschichte nichts. Ganz im Gegenteil. Schaut mal, warte, bis der Zug vorbeigefahren ist. Und da sieht man schon den Schornstein vom römischen Kastell. Also von der Papierfabrik in Stockstadt am Main. Da ist der Limes. Ja, wenn es zur römischen Zeit schon einen Zug gäbe, mein Gott, was hätte sich die Römer gefreut, in den Zug gesetzt und losgefahren. Bis nach Rom. An der Papiermühle angekommen. Können wir auch wieder was sehen. Rüber. Oder runter. Muss man den Film immer mal anhalten, dann sieht man, was da steht. Der Piepmatz da oben auf der Mauer. Trennt sein Lied. Dass man so schön singen kann. Sprachbegabt. Jetzt habe ich das Vertrauen geschöpft. Jetzt fliege ich lieber mal fort, wer weiß, was das vorne ist. So, nur ein Ort der Geister. Die Papiermühle. Und die steht an der Gerschbrenz. Da zieht sie vorbei. Und die Gerschbrenz, die mündet ja dann da unten in den Main. Da sieht man sie. Kann man super mit dem Paddelboot entlangfahren. Abends mal wieder aussteigen, mit dem Kajak halt können wir entlang fahren. Bei so einem Wasserstand geht es schon gut.
Du hörst ja, das gibt es auf einmal richtige Stromschnellen. Da ist er eben lang geflogen. Ein altes Gemäuer. Mal sehen, wie die gebaut worden ist. Nur aus Ziegel, aus Lehmziegel und Sandstein. Lässt sich noch so ein bisschen der Geist der Mühle erahnen. Da unten, das war der Mühlkanal, sieht man noch. Die Setzung, der Torbogen. Das, was noch von ihm übrig ist. War das Bodenniveau damals auch ein anderes wie heute. Es ist damals schon gut unterspült. Und das sieht man auch wieder. 40. Idyllisch. Soll an so heißen Tagen wie heute. Hier schön kühl und zugig. Ja, da unten sind bestimmt die Geister drin. So wie es aussieht. Ein Relikt aus der guten alten Zeit, in der keiner von uns heute hat leben wollen, weil es die Heavy-Arbeit war. Dann findet man noch Relikte von der einzigen Mühle. Das sind noch die Dachziegel, mit der die gedeckt war. Da, zwei Zischelreste. Da? Was ist die denn jetzt? Die sitzt da irgendwo und pfeift die Lied. Sieht man das? Die Ziegelreste von der Papiermühle. Ja, passt so gut hin. Über die Gerspritz. Und das, die Wiese hier voraus, das war eine großflächige eisenzeitliche Siedlung, die da mal gewesen ist. Ich glaube, römische Villen waren auch da in der Nähe. Und da vorne, wo die Schornsteine sind, da ist der nasse Lehmes. Die Papierfabrik, die heutige Papierfabrik. Für die Römer war das der Anlaufpunkt. Da war ihre lange beschwerliche Reise zu Ende. Wenn sie von Dieburg kamen beispielsweise oder von Großumstadt. Nach langem Marsch erstmal auf dem Bad gefreut haben, auf die Sauna, auf Relaxen. Steht dort Schornstein und Bäume werden da in der Papiermühle verarbeitet, in der Papierfabrik. Ja, so ändern sich die Zeiten. Da vorne geht es jetzt über den Main, über die Brücke. Wir dann wahrscheinlich auf die Boote und sind dann überall hingefahren. Dann hoch Richtung Mühlenberg, auf der anderen Seite nun Richtung Sellische Stadt, Frankfurt, wo sie halt gerade hier wollte. Jetzt auch Richtung Mainz
wenn er nun erfahren würde, wann es in die Spessart-Höhen. Wie gesagt, das römische Kastell. Ja, aber warte. Du musst da vorne hin, beziehungsweise nach Schaffenburg-Striedwald. Das ist da vorne. So weit wie ich gemacht, für nix. Nur Schuhe für Zwerge. Ab 47 jetzt auf. Sie hoffen vielleicht im Herbst wieder. Ja, muss ein bisschen warten. So ist das. Als Riese gibt es nichts. Keine Fahrräder, keine Autos, keine Motorräder, keine Bette, nichts. Alles für Kleine und für Dicke. Das ist der Haselweg. Hasel, Hessel, He, hat der Augustweg gesagt. Das sind römische Bezeichnungen. Das ist hier praktisch ein römischer Weg. Kann sein, dass das der Weg war, den die Römer genommen haben. Also dass das hier die Weiterführung des Rennweges ist. Weiß aber nicht. War so eine Vermutung. Ganz lange Zeit schon mal. Das ist bestimmt schon, ja, 30 Jahre ist das bestimmt schon der. Weil hier oben gibt es nämlich Grabhügel aus der Bronzezeit. Das ist gerade einer hier voraus. Ich glaube, das hier neben ist auch einer. Der sieht schon so aus wie Grabhügel aus der Bronzezeit. Ja, und das ist auch eine. Man kann das hier schon im Weg spüren. Also ich zumindest. Ja klar, da sieht man es, die Raubgräber, die Sonnengänge, da. Das war ein Maulwurf, so wie es aussieht. Bis auf diese eine Aufgrabung, was wir da eben gesehen habt, ist hier nichts. Aber es sieht wieder gleich diesen Charakter, dass das Hügelgrab oben platt ist und kein Hügel. Diese Lumpen. Naja, wer weiß, vielleicht ist ja schon der Hölle, der das gemacht hat. Sind gibt es hier natürlich auch lauter Flachgräber. Und dann sieht man hier noch eine dreiste Aufgrabungsstelle. Das ist genau neben dem Weg. Das war wahrscheinlich auch ein Flachgrab, aber da muss schon ganz schön tief was drin gewesen sein. Sonst hätten sie sich nicht so eine Mühe gemacht, das so aufzugraben. Der steht jetzt auch irgendwo in der Vitrine rum. Der Arme. Tief auf diesem Berg. Da ist schon wieder eine Grabung. Sieht man deutlich. Haben die hier wohl rausgeholt? Weiß ich nicht. Dann geht's noch rein. Ist auch schon länger her, aber man sieht es deutlich. Ganz, so ganz deutlicher Erdschwingungsbaum. Wenn man das mal deutlich sieht. Da wächst nämlich der Ast, wie man sieht, nach unten auf die Erde, statt nach oben in den Himmel. Und auch der hat so einen ganz komischen Wuchs. Absoluten Powerbaum zeigen. Wenn man sowas sieht, da braucht man sich doch nicht täuschen zu lassen, was das ist. Wow! Und die Kamera so schräg, damit man sieht, wie der wächst.
Das ist so ein Urahnbaum. Beeindruckend. Wow. Das ist wirklich der dickste Doppelkronenbaum, den ich je gesehen habe. Der hat doch was. Wow, du bist ja ein mystischer Kollege. Mit deinem Auge. Wow. Du bist da schön. Da spürt man richtig die Power, wenn man an dem steht. Da sieht man auch wieder die ganzen Baumperlen, die er hat. Da sind die Baumperlchen. Wow, und da wächst auch noch einer raus. Und der hat hier neben noch mal ein Auge. Ja, das ist eine ganz schön mystische Stelle hier, wo die Hügelgräber sind, hier im Wald. Und wo sowas steht, ist doch sicher, dass die, wo die Hügelgräber aufgraben, die holt der Teufel. Auch wenn sie jetzt schon wieder lachen hören, wenn sie das Video sehen. Aber euch holt der Teufel. Ganz sicher. Gibt es gar keinen Zweifel. Verblüfft, was sie hier alles gemacht haben. Wahnsinn. Das ist auch eine Raubgrabung. Da haben sie irgendwas gefunden da ohne Drunter. Und da haben sie es hier rausgeholt. So was Längliches, als ob es hier ein Körpergrab gewesen wäre. Wahnsinn, ey. Ja, das zeugt schon von wahnsinniger krimineller Energie, oder? Kann man nicht anders sagen. Total abgefahren. Dank meines GPS, den ich ja immer dabei habe, da kann man sehen, dass das hier der römische Weg ist. Das ist der Rennweg, den ich da vorne gesehen habe in Barmhausen. Das ist praktisch das weiterführende Stück des Rennweges, was man jetzt hier sieht. Wie gesagt, man sieht ja heute gar nichts mehr davon, dass das sowas gewesen ist. Obwohl hier geht noch mal sowas wie ein Damm entlang. Ja, das ist hier tatsächlich. Da sieht man es. Da ist er. Da ist er. Da ist der Damm. Wow, ich bin so spaff, dass ich das wieder gefunden habe. Tatsächlich. Da ist er. Da ist die römische Straße. Das ist noch so ein ganz kleines Stück, was man hier sieht. Da ist es. Tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ja, da sieht man ganz deutlich. Da geht er als Dammweg immer noch lang. Da sieht man. Wow. Da sieht man bitte. Und das ist der Weg, der auch zur Papierfabrik nach Stockstadt geht. Von Babenhausen aus. Das ist der Weg der Römer. Da findet er sich jetzt wieder. Da sieht man wieder. Da sieht man wieder die Rinne neben an der Seite. Da sieht man wieder. Da kann man jetzt mal reingehen. Ja, hier ist er. Jetzt stehe ich auf ihm. Ja, das sieht halt heute ganz schön verändert aus in dieser Zeit. Aber ich bin jetzt direkt auf der alten römischen Straße, auf dem Rennweg. Wenn ich jetzt nicht so ein GPS dabei hätte, dann hätte ich das auch gar nicht gefunden. Wie soll man das wiederfinden? Das ist ja ein Ding. Wow, bin ich ja selber baff. Aber ich habe mit dem Ding schon viel gefunden. Jetzt mal wieder zu meinem Gaul zurück. Der wiehert schon, wo ich bleibe. Aber man sieht ihn deutlich. Da geht er noch deutlich lang.
Da entlang geht er. Mitten durchs Wildschweingebiet. Na gut. Da sieht man jetzt auch nochmal die Schwingung. Die gibt es nämlich hier auch. Das sieht man an dem Baum, wie der wächst. Und man sagt ja, die Römer wären das mit der Bündelrute abgegangen. Früher. Er läuft jetzt praktisch hier kerzengerade neben dem Weg entlang. Lauf schon mal wieder vorher. Das ist jetzt gerade noch mal sehen. Ich glaube schon, dass man das erkennt. Obwohl es kein Mensch weiß, wo das genau ist. Gibt es ja auch keine Aufgrabung auf diesem Weg. Weil ich buddel da nichts rein, ich bin da nicht dran interessiert an sowas. Mich interessiert der Verlauf viel mehr. Der Hexenbuckel. Aha. Sander, der eben auf dem Schild drauf stand. Naja, das sieht doch aus wie feinster Scheuersand. Wisst ihr, das hätten sie mal wissen müssen früher. Wenn sie hierher kommen und nicht auf die 100 morgen fahren. Das ist jetzt hier den richtigen Rennweg. Also der, wo noch sichtbar ist heutzutage. Und dann fahre ich jetzt wieder zurück Richtung Barmhausen. Und das Holz, das soll man gar nicht glauben, das habe ich ja vorhin gesehen. Das geht alles nach Slowenien. Die haben doch massig selbst Holz. Wieso geht das Holz von Deutschland aus nach Slowenien? Verstehe ich nicht. Komisch. Ich habe mir gedacht, das wäre Bauholz hier für unser Bau. Aber die Laster, die vorhin da waren, die beladen werden, da vorne, die kommen alle aus Slowenien. Komisch. Ich kann nicht alles verstehen. Gerade neben der römischen Straße, da habe ich kurz mal hier reingeguckt und dachte, was ist das? Das ist ja auch komisch. Naja, guck mal da. Was ist da wohl? Das sind wahrscheinlich Erzlöcher. Sogenannte Pingen sind das. So sieht es jedenfalls aus. Da ist voller Wasser gelaufen. Und da, ja, ja, das sind diese kleinen Pingen. Hier haben sie Erze aus dem Wald rausgegraben. Wahrscheinlich Eisenerz oder sowas. Das war eine etwas größere Pinge, das ist dann voller Wasser gelaufen. Da vorne auch. Und das sind die kleineren Erzgruben. Da auch nochmal. Das ist mal Moos. Jetzt guckt hier, ob vielleicht noch hier irgendwo ein Erzbrocke rumfliegt. Den er gerade mal aufheben kann. Ja, es sind jetzt schon tolle Biotope entstanden. Gibt es da inne lauter kleine Gruben. Erzpingen. Ja. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, was für Arbeit gemacht hat. Was das für Arbeit war für die Leute. Tag ein, Tag aus. Da rumschürfen. Und so ein paar Brocken rausholen und die dann so
zum Großhändler fahren, der dann mitgehandelt hat. Hoppa. Ja, die Zeugnisse. 10 Stunden, 12 Stunden haben die im Dach geschafft. Hier im Wald. Also hier war schon immer was los. Auch später. Nach der nachrömischen Zeit. Da sieht man noch den Weg, der alte. Von den Römern. Da steht mal ein treues Pferd. Jetzt gleich wieder zu der wichtigen Wegekreuzung. Der Sternweg. Man sieht ja, wenn ich da überall hinblicke, was hier los ist im Wald. Wenn immer mehr Autos zugelassen. Im Sommer Motorräder, Fahrräder werden natürlich auch gekauft. Aber es ist mehr so eine Nischengeschichte. Die ganzen zugelassenen Karren auf unseren Straßen, von denen nur ein Bruchteil mit nur Elektroantrieb läuft. Jetzt auf so einer römischen Straße. Heute Morgen, wenn ich da hingefahren bin und jetzt heute Abend, wenn ich zurückfahre, viele Fahrräder begegnen würden. Oder von mir aus Rolle. E-Rolle. Niente. Nicht hinter mir, nicht vor mir. Ruhig. Am Wochenende vielleicht mal. Aber nicht im Hoch. Da sieht man mal, wie bequem die Deutschen sind. Da sagt dann die Statistik aus, dass 60% alle Deutschen Übergewicht haben. Ohne. Schlechte Ernährung, Junkfood, zu viel Süßigkeiten und keine Bewegung. Da sagt die Waage jeden Tag, oh no, nicht schon wieder du. Stell dich doch woanders drauf. Und damit das nicht passiert, muss man sich jeden Tag bewegen. Kommen die Töne wieder. Wenn man das nochmal sieht, dieser Dammweg. Und den habe ich da gerade gesehen in Stockstadt. Neben dem Weg. Nicht mehr so hoch wie hier, aber doch sichtbar. Die alte römische Straße. Das ist schon klar, das ist auch eine hohe Straße. Weil die anderen, das alles andere hier war wahrscheinlich mit Pfützen und Matsch durchsetzt. Und da oben, weil es ja eine erhobene Straße ist, also eine hohe Straße, sind die hier trockenen Fußes entlang gelaufen. Habt ihr mal gesehen, was es ist? Liegt ja immer noch da. Es sind alte, verschimmelte Fladenbrote. Wer isst hier Fladenbrot? Ich glaube, die Frage kann man sich selber beantworten. Die sind so doof, die Leute. Dann können die das nicht in ihre Mülltonne schmeißen. Dann müssen die das hier auslegen, diesen verschimmelten Rotz. Rückweg auf der anderen römischen Rundstraße. Diesmal nach Dibusch. Türme Kleinstadt. Das sind schon ganz schön Kilometer heute. Wie mein Pferd da macht mit mir. Römischen Meilenstein. Vorbei in der römischen Villa. Jetzt sind sie halt schon wieder im Bad und baden. Diese Badejungs da.
Wenn wir ja bestimmt Schwimmer heute zwischen den Fingern gehabt, zwischen den Füßen. Immer diese Baderei jeden Tag. Im Hochsitz ist die Gans aufs Dach gestiegen. Und schon der Römerhof wieder. Hier eben die ganzen Stare. Wir haben da Wasser baden noch. Ja, du. Du Schimmelchen, Schimmelchen. Ach. Der ist schön. Der Schimmel. Den Radweg, hohe Straße wieder. Jetzt haben wir nochmal an der hohen Straße direkt vorbei. Da ist er rechts. Jetzt sind wir wieder am Altheimer Weg. Jetzt fahren wir in die Richtung Umstadt. In Richtung Sempt. Das ist schon Schlag auf Schlag. Schon weit über 6 Kilometer auf der Uhr. Ortsrand Großumstadt. Pferde der Ortsberg. Ortsrand Sent. Großumstadt da hinten. Mitte der Ortsberg. So, da bin ich wieder in der Heimat. Das war heute schon mal die Hammertour. Über die römische Straße nach Stockstadt zur Papierfabrik. Beziehungsweise zum römischen Kastell und zum römischen Verladehafen. Ganz schön viel gesehen heute. Da steht die ganze Mannschaft versammelt, mal auf dem Nest oben drauf und hofft, dass es bald losgeht. Hier mit der Altstasch. Denkt, wenn sie nur endlich losfliegen würde. Da die schönen. Irgendwie scheint es noch nicht zu geben im Flieger. Aber lang kann es ja nicht mehr dauern. Beim nächsten großen Windstoß geht es mit Sicherheit los. Dann machen wir mal den Kassensturz. Also im Bobbes merke ich gar nichts. Ich habe zum Glück die Sitzpolsterhose heute Morgen angezogen. Ich merke es nur in den Füßen und zwar hier vorne. Da merke ich was. Dann gucken wir jetzt mal. Ja, also für so einen über 60-Jährigen wie mich, stolze Leistung ohne E. Das ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das ist die reine Fahrzeit, die ich gefahren bin. Naja, Gesamtkilometerzahl, nur mit dem Bike. Ja, was man da so alles so fertig bringt. So dem Opa-Zeitalter. Das war ja ein super schöner Tag zum Kastell nach Stockstadt an der Mauer.